Wir wurden 2.45 Uhr zum Einsatz gerufen, Wohnhaus im Vollbrand. Haben gesehen, dass im Erdgeschoss schon der Vollbrand ist. Haben dann die Löscharbeiten aufgebaut. Das Schwierige war dran, der Weg zum Einsatzgeschehen, schmal und steil. Die Person, die noch unten im Wohnhaus war, stand Gott sei Dank schon draußen. Wurde dann dem Rettungsdienst übergeben, sowie die Familie, die im hinteren Wohnbereich wohnte. Wurde genauso dem Rettungsdienst übergeben und wir sind jetzt noch dabei, Restablöschung zu machen und dann werden wir mal sehen, wie wir weiterverfahren hier. Also man sieht wirklich in den Gesichtern, dass nach so einer ganzen Zeit, dass die Kräfte langsam nachlassen. Muss natürlich der Gemeindeverwaltung ein großes Lob aussprechen, die waren schnell da mit heißen Getränken, mit was zu essen, dass die Einsatzkameraden sich mal ausruhen konnten, auch die unter Artenschutz im Haus waren oder am Haus gearbeitet haben, dass die sich wirklich mal ausruhen können. Ja, die Technik hat man reichlich, wir hatten auch reichlich Pumpen da. Das Schwierige war an der ganzen Sache eben dieser schmale Weg, um dort das Wasser hoch zu transportieren. Von hinten kam man heran, weil Felder sind und alle aufgeweicht sind. Wir haben dann mit Manpower alles nach oben tragen müssen und dann den Einsatz dementsprechend gefahren. Ach, das war total Katastrophe. Sirene ging, mein Mann springt auf und die Nacht war vorbei. Ging gar nichts mehr. Ich habe nicht geschlafen, ich war unruhig und da ist das alles vorbei. Die ganze innerliche Ruhe ist dann drin. Man kann dann gar nichts mehr machen. Das ist dann aufgeregt und will hin, aber man kann nicht, weil das Kind ist zu Hause und sagt, hoffentlich geht alles gut und hoffentlich ist ein Schlimmeres passiert. Oder ich wusste ja nicht, was es war, aber dann, wo es der Brand war, war dann die erste Frage, sind die Leute aus dem Haus?